Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted Part 23. Stimmt ja, das? Ich habe gerade nee, ich ja, habe nee, hab gerade ja, ich habe 23 gerade gespeichert. 24, egal. Und so müssen wir die Anmoderation eigentlich immer machen. Ja, das wollte ich auch schon sagen. Haben wir irgendwann auch schon gemacht. Ja. Zufällig allerdings. Ja, heute war es auch wieder zufällig. Ja. Naja. Wir müssen weiterhin irgendwelche Kanacken wollte ich sagen. Alter! Was geht denn mit dir? Das war... Ich hab's nicht ausgesprochen. Ich weiß Hast du nicht. Ich weiß nicht, was es in meinem Kopf zu suchen hatte. Alter! Ey, mein linkes Bein ist immer noch eingeschlafen, aber wie sauer, ey. Alter, du kommst immer gegen die Maus. Ja, ich weiß, ich muss mich gerade erstmal ordentlich hinsetzen. Mein kompletter... Mein kompletter Arsch ist eingeschlafen. Ja. Yeah. Ah, das ist... Das sind keine guten Sachen, ey. Das sind keine guten Sachen, Ärsche? Ah, nee. Ja, nee, ich meine eingeschlafene Ärsche. Das sind keine guten Sachen. Moment, da war doch was. Was? Die Glocke wahrscheinlich. Zwei Glocken in vollkommenem Einklang. Perfect Harmony. Ich lese es auf Englisch vor. Harmony mit IE? Das glaube ich ja nicht. Harmony mit Y, oder? Ja. Ja, ich weiß, ich will mich noch umgucken. Spasti. Drücke Select. So, wo sind die Glocken? Hä, weiß ich doch. Nach rechts, da wo ich gerade vorstand. Ach, da ist eine Glocke. Eine Glocke. Ich hab auch zwei Glocken. Entschuldigung. Hat's aus und so ist mal recht. Schöner die Glocken. Wir klingen. Ja. Mal zur Weihnachtszeit. Ach, keine Ahnung. Da. So, pst. Sonst singst du auch nicht. Warum sollte ich auch? Nee. Oh, wo ist eigentlich meine Mate? So viele Werbung schon für Mate heute gemacht. Dumm. Ja und? Nun? Jetzt muss ich die andere Glocke klingeln. Ring. Die müssen doch in Harmonie klingeln. Ring. Banana phone. Ring. Alter, was geht mit dir? Banana phone. Okay. I got this feeling. Kennst du das? Kennst du das nicht? Nein. Ey, ist voll toll. Ja. Ich würde sogar jetzt mal einspielen ins Let's Play, aber ich glaube, das darf ich nicht. Nee, auch von, so, wegen von Rechten und so. Wegen der Rechte. Ja, Sturm und so. Sonst hätte ich das jetzt echt mal eingebunden. Vielleicht muss ich dann was werfen, aber ich kann ja. Vielleicht muss einfach schnell sein. Irgendwas mache ich falsch. Irgendwas machst du falsch, ey. Warte mal. Da ist doch so ein kleines... Ach nee, das ist ein Einschussloch. Ja, mach ich doch. Two birds. Online, in... Sound? Was? Sound Resound. In... Resound. Resound? Ja. In... Perfect Harmony. Du musst die gleichzeitig klingeln, glaube ich. Ja, ja. Bin ich der Meinung. Bin ich auch der Meinung. Aber ist hier irgendwo eine Schnur oder sowas? Ich will so ein Ding. Vielleicht mal anschießen? Ah ja, das ist eine gute Idee. Nö. Bist du mal da runter? Nö. Die eine Glocke klingeln und dann drauf schießen auf die andere? Hä? Ja, super. Was soll ich denn jetzt? Du hast drauf geschossen. Hat scheinbar doch geklappt. Nee, glaube ich nicht. Das war. Ich habe keine Ahnung, woran es lag. Alles, was wir wissen müssen, steht genau hier. Ist ein Kinderspiel. Wie zum Teufel will er die Statue überhaupt hier rausbekommen? Siehst du? Die suchen Eldorado. Oh Gott. Die goldene Statue. Alter Slender. Ja. Plus, dass hier kein Slender nach dir. Du bist zu. Oh nee. Du bist von den Horror-Let's Plays zu ab oder zu schreckhaft. Die Tüten sind überall. Ja. Dass der überhaupt nicht weggeht, wenn er dich schon sieht, ey. Das ist schon sehr doof. Du gehst das Spiel viel zu vorsichtig an. Mann, ja, siehst du? Ein Schatz. Spanischer Silberkelch. Wunderschön. 34 von 60. Deswegen gehe ich so vorsichtig an, weil ich einfach mal die schwierigen Schätze haben. Ja, aber die Schießereien hättest du mal ein bisschen Action. Mann, Entschuldigung. Hier. Ja. Machst du mal so wie ich in Part 20 oder so. Wann es war, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall geruhlt. Auf jeden Fall. Will ich mal sein. Will ich mal sein. Ja. Na komm.
Zack. Zack. Zack, zack. Werde ich gleich wieder heißer hier. Ist da noch einer? Weiß ich nicht. Einfach mal prophylaktisch verstecken. Ach, ist ein Scheinwerfer. Es ist ein Scheinwerfer. Es ist Munition. Schießt den Scheinwerfer kaputt. Das geht noch nicht. Schade. Das ging sogar bei der PlayStation 2 bei Splinter Cell, aber da hast du auch mit Licht und Schatten so gespielt. Er ist da drüben! Aufhalten! Aufhalten! Ich bleib einfach stehen. Da! Ja, lad einfach mal nach, ganz entspannt. Da ist auch einer, der bewegt sich erst recht nicht. So, jetzt warte das mal kurz. Ja. Bis es wieder grün wird, wie du so gesagt hast. In dem Fall wird es ja ein bisschen grau, ne? Ja. Aber war ja gerade grau. Du, Büm. Ach Gott. Warten. Mach! Na, kann ich nicht, der ist ja nicht da. Na. Ja, der denkt sich einfach mal. Einfach mal. Baller mal ein bisschen. Ich hab's ja. Ja, schieß mal in den Ohren, ne? Schade. Soweit ist das Schadensmodell noch nicht ausgereift. Na komm, los. Du bist tot. Nein. Lass mich mal, okay. Er lebt noch. Von hier siehst du. Ja, schön ins Bein geschossen. Achso, ich dachte, der ist jetzt tot. Weil ich ihm ins Bein geschossen habe. Pustet ihn weg. Boah, das wird mir jetzt zu doof. Geh einfach vor, ey. Ja. Ihr wartet doch noch, bis ihr schwarz werdet, ey. Du bist ganz schön rassistisch, weißt du das? Da, ey, das ist eine Redensart. Aha. Kann ja auch nichts dafür. Steht da einer? Nee. Ist, Musik ist noch an. Wenn du weitergehst, kommt der garantiert noch einer. Ach doch, Schätze, sag doch. Da ist ja, er. Ja. Verdammt. Verdammt. Da hat so eine Sonnenbrille auf? Ja. Da unten ist es dunkel, mein Freundchen. Warum brauchst du eine Sonnenbrille? Los geht's. Los geht's. Zack. Jetzt hat er drei Augen. Grimy 5 ist jetzt offline. Ach, wir sind online. Oh, da bimmelt mein Handy. Grimy 5, der gute Chris, mein einziger Freund im PlayStation Network. Punkt, das war's. Mein einziger Freund, mehr muss man gar nicht dazu sagen. Im PlayStation Network. Ja, ja. Ich hab bisher noch niemanden angenommen. Aber es hat mir auch noch niemand eine Anfrage gestellt. Ihr könnt mich ja adden, wenn ihr wollt. Oh, jetzt kommt wieder so eine Scheiße. Hat Roberto eigentlich... Was willst du? Warum? Woraus bringt denn das? Na, mir doch egal. Können wir online spielen, irgendwas. Na, zum Glück. Irgendwelche Spiele. Ich weiß nicht, was haben wir auf der PlayStation? Nicht. Nur Remember Me. Remember Me. Also zumindest das, was uns gehört. Aber... Uncharted gehört uns ja eigentlich gar nicht. Haben wir ja ausgeliehen. Rechts oder links? Mir doch egal. Erstmal links wahrscheinlich, ne? Weil rechts wäre es nicht hingekommen. Jetzt musst du rechts. Ja, ich weiß. Ich weiß, ey. Ja, wir haben ja Heavenly Sword hier noch liegen. Wir haben Uncharted 1 und 2. Ja. Heavy Rain haben wir schon abgegeben wieder. Ja. Was haben wir noch alles? Ging auch, das war's, so, ne? Ist da ein Schatz? Remember Me halt, schade, ne? Ich dachte, da wäre ein Schatz. Achso, nee, Ico und Shadow of the Colossus haben wir noch. Das ist vollkommen inakzeptabel. Inakzeptabel? Das ist inakzeptabel. Deine Leute sterben wie die Fliegen. Ich kann nur schwer glauben, dass ein Mann ihre ganze Besatzung auslöscht. Das ist übrigens eine Frau am Zünder. Es ist nicht nur Drake! Verdammt! Das ist Sunny! Genug! Nehmen Sie Ihr Piratenpack und gehen Sie. Pack! Nein, Sie werden mich nicht los. Sie schulden mir meinen Anteil! Ihr Anteil, Eddie, hing davon ab, dass Sie meine Befehle befolgen. Sie sagten, Drake sei gefangen und die Insel sicher. Oh, das ist Blödsinn, Roman. Und das wissen Sie! Wir sind fertig, Mr. Roger. Nee. Kommt mir bekannt vor. Das ist doch nicht geschrieben. Matthias Jalo. Sieran! Was denn? Ist das Spanisch? Nein! Okay. Warum haben Sie nochmal diesen abergläubischen Trottel angeheuert? Sie wollten jemand Billiges. Tja, man kriegt, was man bezahlt, nicht wahr? Und was ist mit dir, Navarro? Bist du das Geld wert, was ich zahle? Das Lager ist hier. Ich bin sicher. Wenn Sullivan die Wahrheit sagt... Was er nie tut.
Aber er weiß, dass wir ihn töten, wenn er lügt. Blödsinn. Er weiß, dass wir ihn töten, wenn wir den Schatz finden. Also warum sollte er die Wahrheit sagen? Wirklich, Navarro. Dein Verstand scheint noch in dem Slum zu sein, aus dem du gekrochen bist. Ich brauche nur etwas Zeit. Wir haben keine Zeit. Die Jagd nach deinem Schatz erweist sich als schwieriger, als er wert sein dürfte. Ich sage ihm doch, Eldorado ist mehr wert, als sie sich jemals vorstellen können. Das will ich hoffen. Das will ich auch hoffen. Deswegen sind wir ja hier. Ja. Ich hätte auch Synchronsprecher werden können. Auf jeden Fall. Nicht? Hätte ich auch mal Bock drauf. So Synchronsprecher arbeiten. Nicht mit deinem Dialekt. Nee, ich kenne auch, keine Ahnung. Ich hätte auch. In Ostdeutsch. Da kann ich mehr springen. Ich kann auch. Ja, weil du irgendwie wahrscheinlich gleich weiter musst, ne? Ich hätte auch irgendwie in Sachsen da lang? Nee, da sprechen können oder so. Das kann, kann ich auch machen. Nee, komme ich daher? Ja. Da kommst du her, nee. Ne? Nee. Hier muss ich hin. Da musst du hin, ja. Und jetzt musst du wahrscheinlich auch wieder springen. Jetzt kannst du wahrscheinlich auch wieder springen. Ja, zack! So. Wäre doof gewesen, wenn nicht, ne? Und die sind direkt über uns. Oh. Da ist ein Schatz. Zufällig Silberbarren. Zufällig runtergefallen. Fortgeschrittener Schatzsucher. Jetzt nicht nur mehr kompetent, sondern auch fortgeschritten. Guck ihn an. Na, wo seid ihr? Nicht hier. Doch, mit Sicherheit. Erst wenn du durchläufst. Oder vielleicht doch nicht. Oh Gott. Oh Gott. Bioshock. Bioshock? Nee, das erinnert mich so einfach nur Wolken. Sieht aus wie Wolken. Ach so, das erinnert mich an die Nebelwand von Dark Souls. Ja, ein spooky. Ein kleiner grafischer Fehler. Oh, kleiner. Sowas dürfte eigentlich nicht vorkommen. Eigentlich. Liebes Naughty Dog, schreibt euch das hinter die Ohren. Sowas wollen wir bei The Last of Us gar nicht sehen. Das wäre ja echt kacke. Aber sonst lief es eigentlich ganz gut. Das haben wir auch, also Anschauer hat ja auch Top-Wertung eigentlich eingefahren. Ja? Ja, ja. Okay. Alle Teile. Okay. Zumindest manche Spielereien können sich da. Jetzt geht's los hier. Goldene Inka-Maske mit Rubinbesatz. Manche Spielerserien könnten sich da wirklich eine Scheibe abschneiden. Draußen. Ey! Du musst, glaube ich, ganz hoch, dass es einrastet. Ja, ich hab eigentlich. Oder du musst jetzt die Zeit anhalten. Okay. Du hast die Zeit angehalten, du hast es geschafft. Kapitel 15. Dem Schatz auf der Spur. Mein Schatz. Ich wusste es. Ja. Das ist halt so. Oh. Alter. Du weißt doch, wo die Schätze sind, gibst du zu. Ja, auswendig. Das war jetzt knapp, ey. Also, Zufall mal. Ja, das war jetzt knapp. Krass, 37 von 60. Du machst das doch besser, als ich dachte. Oh also. Gott, wo muss ich denn hin? Rechts oder links? Na, ich geh erstmal hier lang. Eine Tür. Und eine Sackgasse, okay, das ist schon mal gut. Ja. Sackgassen sind nur gut. Dann weiß man zumindest, wo man im nicht im Endeffekt muss ich da hoch an die Liane, also. Ich weiß es schon. Ach, das weißt du schon? Ich weiß es schon, weil ich es gerade gesehen habe. Ach. Dann musst du wahrscheinlich hier auf den Simster und dann zack und dann zack. Genau. Und dann zack und zack. Ja, aber will ich jetzt nicht. Wieso nicht? Ich erstmal unten und gucken. Hast du doch schon. Hä, da geht's noch voll nach rechts weiter. Hä? Guck doch mal. Ach so. Kick eh noch schau. Da geht's ja weiter. Ich wollte schon eh sagen, aber dann. Aber war. Du war? Du sagst ja immer gerne war. Da ist auch eine Sackgasse, war? Ja. Das hat hier passt, war. Ja, okay, es reicht. Wann sagt man eigentlich war als Berliner? Man weiß es nicht. Bei Fragen. Berliner wissen es schon. Ja. Nee, ich will es ja nicht. Du bist ja auch kein Berliner, Spasti. Oh, ich wäre aber gerne in Berlin. Ich bin halb Berliner. Nein. Du bist auch kein halb Berliner. Meine Cousine wohnt in Berlin. Ja, ist klar. Sie wohnt in Berlin, kommt wahrscheinlich aus Bad Dürnberg. Ich kann dir gar nicht sagen, wo die geboren ist. Ach so, die ist schon ein bisschen älter. Aber da ist ohne Liane. Die ist, glaube ich, mittlerweile 40. Ja, wirklich. Du kannst ja vielleicht hoch. Ach so, muss springen. Ich vielleicht. Ach so. Probieren wir. Vielleicht gibt. Ja, der kann so weit springen, aber wenn es um die Höhe geht, ne, da kackt er sich rein. Geh doch mal da hoch. Ja, das kann er nicht, ist zu weit. Ah, ja. Zu hoch. Ach, denke ich ja dahin. Nathan Drake, ein erstklassiger Springer, so. Alter. Aber beim Hochsprung hat er versagt.
Boah. Erstmal, das klingt auch manchmal echt. Oh, da muss ich ja wirklich rüber. Aber erstmal gehe ich nach oben gucken, was da so gibt. Also man kann sich sehr darüber aufregen, dass Tomb Raider bzw. Lara Croft in den Spielen immer sehr viel stöhnt. Aber bei. Aber dann nicht im Neuen. Ja, es geht ja. Auf Englisch da, nicht. Da haben sich welche auch aufgeregt, ja. Doch. Aber auf Englisch finde ich. Oh. Aber. Stöhnt sie kaum. Aber Drake? Das klingt jedes Mal. Viel schlimmer ist ja Fiona. Ach so, macht ihr das auch, oder? Nee, aber wie dann? Ja, gut. Nee, deswegen, finde ich Nora Tschirner viel schlimmer. Also, die finde ich, die übertreibt es. Nee, die haben sich auf der E3, das war ja der Englische dann quasi. Da haben sie sich, nicht aufgeregt, aber gewundert, dass die so viel stöhnt. Die Frage ist jetzt, wo musst du jetzt hin, ne? Musst da rechts hin. Ja, musst du noch mehr? Ah, okay. Na, ich muss jetzt zu der anderen. Ich dachte, du hast beim letzten Mal genauso viel Schwung gehabt und dann hast du es verkackt. Nee, ich war eins höher. Das war knapp. Du willst ein bisschen Action haben. Ja. Ich muss mir das actionreich zubereiten. Huh. Weiter hoch. Ja? Ja, freilich, da oben siehst du doch was. Ach so. Na, mach mal Augen auf, ey. Mach mal die Augen auf. Schau jetzt mal. Jetzt sind wir in der Kirche. In der Kirche. Ja, surfen. Runter? Ja, warum nicht? Mann, geh doch mal weiter. Will er nicht so? Oh, es wird dunkel. Slender kommt zurück. Jetzt runter. Ja? Lass mich mal fallen. Sieht so aus, ja, als ob da noch ein Vorsprung ist. Ja, jetzt kannst du normal runter. Bist du sicher? Ja, klar, so tief ist das doch ja auch nicht. Ey, was ist denn der... Ja. Zack, zack. Wie fühlt sich das an? Ziemlich löchrig. Ich muss jetzt einfach mal... Einfach mal... Bisschen. Oh Gott, Mann. Da hinten ist wieder einer. Noch einer. Oh, da geht's bergab. Ist doch gut. Zumindest jetzt gerade. Na, wo seid ihr? Hey. Ja, ich wollte auch sagen. Ist schon wieder soweit? Ja, ich hab's gerade wieder vergessen. Mir ist gerade wieder eingefallen. Man könnte ja eigentlich mal auf die Uhr schauen. Weil wir spielen ja gar nicht alleine. Wir spielen nicht alleine? Nein. Was ist denn mit dir eigentlich los? Bist du zu viel Mate? Ich bin heute sehr, sehr hyperaktiv. Ich habe echt zu viel Koffein getrunken. Ich habe heute 3 Tassen Kaffee. Also mittlerweile ist es spät abends, aber ich habe dann noch eine Mate getrunken. Ey, jetzt will ich aber mal langsam wieder eine Trophäe für meine Kopfschüsse haben. Geht das stimmt, nicht an. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. 21 Uhr nicht, sondern 17 Uhr zu Let's Play Uncharted. Und dann geht's weiter im 25. Part. Im 25. Krasse Kacke, du. Ja, macht's gut. Bis morgen. Wir hängen jetzt noch ein bisschen rum. Ja, vielleicht doch. Hörst du mich? Oh ja. Gott. Sally, ich dreh mich hier im Kreis. Okay. Die Kleine und ich haben hier unten ein bisschen gelesen. Offenbar gibt es oben in der Kirche eine Art geheime Empore. Kannst du da hin? Glaub schon. Ja. In Ordnung. Gib uns Bescheid, wenn du etwas findest. Wo muss ich denn hin? Ja, okay. Keine Ahnung. Wir müssen zur Empore, zur geheimen Empore in der Kirche. Und das machen wir morgen. Macht's gut, tschüss.